Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Und Benjamin, ich habe ja im letzten Blog habe ich ein bisschen so kritisiert, dass er den Filter hochgestellt hat und überhaupt und kein Sperrkraftfilter. Und ich zeige es nachher, da hinten ist noch ein Filterdeck und da ist noch nichts drunter, also auch noch keine Filterkammer. Und da spielt er tatsächlich mit dem Gedanken, einen Bürstenfilter rein, sich zu bauen. Entweder einen fertigen von Genesis oder sich selber einzubauen. Da würde er dann auch merken, relativ schnell, ist natürlich ein Unterschied, ob ich mir jetzt auch mit Folie irgendwie Behälter abdicht, ein paar Bürsten kaufe, dann günstig reinbaue. Der Teich hat keine 1000 Euro gekostet, ein paar hundert Euro. Das kann er dann wahrscheinlich auch unter 1000 Euro irgendwo machen. Und wenn man natürlich was Ausgefeiltes und richtig geil aus PE gebautes holt, da sind wir natürlich in einer anderen Preisklasse. So, das sind also seine Ziele. Er wollte ursprünglich unten ins Haus rein mit dem Filter. Aber wenn es nicht unbedingt sein muss, muss ich ganz ehrlich sagen, wollte ich den Teichfilter nicht im Haus haben. Wenn irgendwas ist, dann haben sie nämlich auch das Wasser vom Teich im Haus. Und das muss nicht sein. Die Wasserwerte interessieren mich hier wirklich, weil gerade eben, wie ist der Salzgehalt? 0,4. Und Sandra hat ja schon oft gesagt, aufsalzen können wir immer. Na? Egal, ob es jetzt für die Fische, für die Algen oder für sonst irgendwas ist, also bei jeder Temperatur, Salz ist nicht schädlich. Und Benjamins Teich hat verdammt wenig Algen. Das ist das, was mir vorher als erstes aufgefallen ist. Und er hat tatsächlich vor 3 Monaten aufgesalzen, hat jetzt immer noch 0,4 drin. Ist jetzt viel, wir wissen aber auch nicht genau, wie viel hatte er Salz. War er bei 0,5, war er bei 0,6. Es waren jetzt auch noch die kalten Monate, wir haben jetzt 9 Grad. Und von daher wurden auch nicht so viele Wasserwechsel gemacht. Aber bei ihm war es tatsächlich so, die Algen sind explodiert. Ach ja, und er hat auch noch nachgesalzen, hat er noch gesagt. Die Algen sind regelrecht explodiert und dann hat er das irgendwo bei 5, 6 Grad hat er aufgesalzen. Algen sind kaputt gegangen, er hat die Algen entnommen und damit hat er auch wahrscheinlich viele Phosphate entnommen, weil die waren natürlich da drin gespeichert. Und das ist jetzt der nächste Wert, der wieder verwunderlich ist. Wie viel Phosphat haben wir im Wasser? So gut wie nicht nachweisbar. 0,06 ist bei uns die Nachweisbarkeitsgrenze und da ist es drunter. Und das ist natürlich faszinierend. Das ist geil, aber die Algen sehen auch so aus, als hätten sie nicht entsprechend die Nährstoffe. Die sehen ein bisschen geschändet aus, gell? Ja, man sieht, dass auf jeden Fall ein bisschen gegen die vorgegangen wurde. Da fehlt irgendwas. Carbonathärte, Ausgangswasser? 7. Teichwasser? 5. Perfekt, immer noch genügend Puffersubstanz da und auch ein Zeichen dafür, dass ausreichend Wasserwechsel gemacht werden. Dann Ammoniumnitrit. Ammonium nicht und Nitrit sind 0,09. Also 0,09 im Prinzip auch nichts, sind nicht viele Fische drin, werden derzeit auch nicht so stark gefüttert. pH-Wert wahrscheinlich hoch? 8,2. 8,2, zwei Sachen geschuldet. Zum einen habe ich natürlich jetzt mit 5 keine hohe, aber eine relativ hohe Carbonathärte und die Fische fressen gerade wenig, brauchen wenig Sauerstoff. 90% des aufgenommenen Sauerstoffs wird als CO2 wieder abgegeben. CO2 senkt den pH-Wert, aber alles, was hier an CO2 ins Wasser gelangt, wird dann im Prinzip über die relativ starke Belüftung relativ zügig wieder rausgehauen. Von daher ist es eigentlich ganz normal. Auch sehr viel dichter besetzte Teiche haben um die Jahreszeit häufig einen pH-Wert von über 8. Dann haben wir noch Sauerstoff, der wird wahrscheinlich größer 10. Größer 10. Ja. Haben wir noch irgendwas gemessen? Temperatur 9 Grad. 9 Grad. Oase sagt 8 Grad. Aber die zeigen ja nicht die Nachkommastelle, sondern nur 8. Muss man auch sagen, wir haben einen kleinen Behälter, da kann sich auch mal sich schnell verändern, ja. Aber so zwischen 8,5 und 9. Und Fische sind auch super drauf. Und das ist wieder genau das. Und wir haben es ja vielleicht dazu noch ein Wort. Wir haben es ja, oder ich habe es immer mal wieder angeprangert, dass eine Schwalbe macht keinen Frühling im Koi-Hobby. Und wenn die Leute Beobachtungen an ihrem Teich machen, und die dann kundtun und sagen, das ist überhaupt kein Problem, ich mache das schon seit Jahren so. Du kennst das ja wahrscheinlich noch aus deiner Hobbyzeit. Und dann wollen das andere auch so machen und erleiden Schiffbruch damit. Und das ist zum Beispiel genau hier so ein Thema. Benjamin hat seit 3 Jahren nicht geheizt, hat einen relativ flachen Teich, hat eine Filteranlage offen rumstehen, wo auch nochmal Auskühlung stattfindet, deckt nicht ab, hat keinen Heizer, macht gar nichts, haut noch Salz rein im Winter, dass die Algen wegschmettert, die Fische sehen perfekt aus. Da gibt es überhaupt gar nichts, sie sehen nicht mal ausgemerkelt aus. Temperatur rast auf 2 Grad runter. Aus irgendwelchen Gründen funktioniert das hier. Die kennen wir aber nicht. Er hat zum Beispiel auch, was jetzt aber hier auffällig wäre, ja, was fällt dir hier auf? Herr Schneider. Kann ein relevanter Punkt sein. Er hat nur Kawari Mono.
Er hat also Kawarimono, Yamabuki, Chagoi, viele Karashigoi. Diese wirklichen Hochzüchtungen, Gosanke, Goromo, irgend sowas, gibt es hier nicht. Ja? Und wir wissen, dass die Kawarimono wirklich ein bisschen härter sind im Nähen wie viele andere. Ja? Also die, ich sage es mal ganz vorsichtig, die Sensibelchen finden sich in der Regel unter den Gosankes, ja? und den Gosanke nahestehenden Varietäten. Das kann jetzt schon sein, dass das einer der Faktoren ist. Vielleicht hat ja Benjamin in den letzten Jahren... Hast du mal einen Fisch verloren im Winter? Nein. Nein. Warum hast du keine Gosanke? Ich hatte die vorhergehenden Jahre. Ich habe ja letztes Jahr leer geräumt, um eben dann nur noch auf Karashi und... Also er hatte früher Gosanke, die hat er aber verkauft, verschenkt und hat jetzt komplett auf Kawarimono umgestellt. Und die Yamabuki sind alle von uns, oder? Also dann ist da auch überall Karashi-Blut drin. Also das kann jetzt schon mit der Genetik auch zusammenhängen, dass das hier so toll funktioniert. Und würden Sie jetzt das Gleiche bei sich probieren, könnte es sein, dass Sie da einen üblen Seitenhieb erleben, vielmehr Ihre Koi oder Sie beide. Und das braucht kein Mensch. Aber die hier sind super drauf. Ich würde jetzt mit den steigenden Temperaturen, wir haben jetzt Mitte April und haben jetzt 8, 9 Grad Teichtemperatur. Wobei das auch nichts Ungewöhnliches ist, aber der Teich wird sich, wenn die Sonne hier, da ist kein Baum, kein gar nichts, das ist ja der klassische Teich, an warmen Sommertagen kann der auch mal 8, 29 Grad werden. Was ist Maximum, was er kriegt? 28 hat er schon gehabt. Und das sind dann aber auch so Teiche, wo im Sommer, wenn es dann mal runter geht, die Temperatur durch das Flache, geht die Temperatur auch wieder relativ schnell runter. Aber ich sage immer, alles, was sich über 20 Grad abspielt, das sind die... ist die Stoffwechselleistung der Koi so hoch, dass man sich da nicht ganz so viel Gedanken machen muss. So, ich muss ein Autogramm organisieren und okay, bin ich wirklich gespannt. Machen Sie es gut. Tim, vielen Dank für die Wasserwerte. Sehr gerne. Hast du wie immer toll gemacht. Wir kriegen immer öfter Anschreiben, dass ich dich nicht Timmy nennen soll. Erst regen sich alle auf, dass ich die Sandra Lech leider nicht mit genügend Respekt, jetzt behandle ich dich nicht mit Respekt, jetzt mache ich demnächst meinen Scheiß hier allein, soll sie doch angucken, wer will. Genau. Ich gucke es auch nicht an, guckst du Modern Coin? Nein. Ciao. Ciao.